Mercedes-Benz lässt nach 20-jähriger Pause eine schöne Tradition wieder aufleben. Es gibt wieder ein viersitziges, exklusives Cabriolet. Ausgehend vom bekannten Mercedes Coupé 300 CE24 gelang es durch einfühlsame Detailarbeit, ohne tiefgreifende formale Änderungen, ein wohlproportioniertes Cabriolet zu entwickeln. Auch das Cabriolet bietet einen geräumigen Innenraum mit 4 vollwertigen Sitzplätzen. Die ausgewogenen Proportionen des Coupés sind auch beim Cabriolet wiederzufinden, sowohl in geschlossenem als auch in geöffnetem Zustand. Hochwirksame Zusatzteile garantieren hohe Steifigkeit und damit guten Fahrkomfort. Auch auf schlechter Fahrbahn. Dem Komfort dienen zusätzliche Schwingungstilger. Dies sind Federmassesysteme, die mit der Karosserie verbunden sind. Am linken vorderen Stoßdämpferdom, am Dachrahmen, hier geöffnet dargestellt, und in den Kofferraummulden. Das Cabriolet verfügt über Fahreigenschaften wie eine Limousine und bietet die gleiche Fahrsicherheit. Die Anordnung der zusätzlichen Elemente wurde durch umfangreiche Berechnungen am Gesamtfahrzeugmodell festgelegt. Vom SL Roadster wurden die Diagonalstreben an der Rahmenbodenanlage übernommen. Sie erhöhen die Verwindungssteifigkeit des Fahrzeuges. Auf dem Prüfstand zeigt sich die Zuverlässigkeit des Verdecks beim Schließen. Die Mercedes-typische passive Sicherheit ist selbstverständlich. Hier der Offset-Crash-Test eines mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag ausgestatteten Cabrios auf ein festes Hindernis. Aufprallgeschwindigkeit 56 km/h. Wie der Überrollbügel beim SL Roadster wird auch der Überrollbügel des Cabrios durch Sensoren im Vorraum und an der Hinterachse ausgelöst. Die Kopfstützen der Fondsitze sind in einem vertikal ausfahrenden Überrollbügel integriert. Sie können auf Tastendruck sowohl vom Fahrer als auch von den Fondsinsassen ausgefahren werden. Bei einem seitlich versetzten Heckaufprall, einem weiteren Härtetest von Mercedes-Benz, zeigen sie ihre perfekte Schutzfunktion. Aufprallgeschwindigkeit 50 km/h. Ein weiterer Extremtest, seitlicher Überschlag. Der Überrollbügel fährt innerhalb von 0,3 Sekunden aus. Der Fahrgastraum bleibt dank des ausgefahrenen Überrollbügels erhalten. Nichts stört die elegante Linie des offenen Viersitzer-Cabrios. Das manuelle Öffnen und Schließen des Verdecks geht spielend leicht. Zunächst werden die beiden vorderen Verschlüsse entriegelt, die Seitenscheiben automatisch abgesenkt. Und was dann kommt, ist auch für zarte Frauenhände nur eine Angelegenheit von Sekunden.
Als Option steht auch eine Version mit komfortablem elektrohydraulischem Antrieb zur Verfügung. Lediglich das Entriegeln der beiden vorderen Verschlüsse erfolgt auch hier manuell. Das Verdeck verschwindet einschließlich der gläsernen heizbaren Heckscheibe komplett. Die Mercedes-Benz-Konstrukteure haben ein gefürchtetes Problem bei Cabrios gut in den Griff bekommen. Das Verdeck des 300 CE24 schließt staub- und wasserdicht. Technische Detailraffinessen sind bei Mercedes-Benz ebenso selbstverständlich wie das ästhetisch gelungene Design. Das Mercedes-Benz Cabriolet 300 CE24. Tradition in vollendeter Exklusivität. This channel Old Benz. Thank you for attention. Do not forget to subscribe to our channel.